Diese Betriebsbeauftragten brauchst du in deinem Unternehmen. Bleib also bis zum Ende dran. Ja, welche Betriebsbeauftragten brauchst eigentlich du? Ne? Welche fördert der Gesetzgeber? Welche Auflagen hast du? Warum brauchst du die eigentlich? Hast du diese erfüllt? Welche Qualifikationen müssen die haben? Alles Fragen, die im Prinzip aufpoppen, wenn irgendein Amt mal bei dem Unternehmen angeklingelt hat, ja, oder du irgendeine Anlage beschafft hast oder sonst was. Ne? Also ganz viele Fragen, die im Bereich Umwelt und Arbeitsschutz auftauchen und zu diesem Thema dieses Video. Ne? Und ich sage es vorab, ich habe eine Übersicht gefunden, ne, vom Umweltamt in Bayern, das Bayerische Landesamt für Umwelt heißt das, mit einer wirklich schönen Übersicht von Betriebsbeauftragten, die man benötigt, die es gibt, ja, die vom Gesetzgeber gefordert sind. Ne. Oft ist halt die Frage, warum brauche ich die eigentlich, brauche ich die überhaupt oder ist das so ein Luxusding, ja, dass ich mir den gönne? Ja. Alles kostet Geld letztendlich, ne. Brauche ich den wirklich oder nicht? Ne. Und mit dieser Liste kannst du dir das, oder dieser Übersicht kannst du dir das Ganze anschauen, ne, was dich betrifft, welche Gesetze dich betreffen etc. Ne. Ich verlinke das Ganze in der Videobeschreibung, also schaust dir an. Ist eine wirklich sehr tolle Übersicht. Ich renne mal schnell durch das Dokument, das wir gemeinsam uns das mal angeschaut haben. So, das Ganze ist aufgeteilt in drei Bereiche. Einmal die Umweltbeauftragten, also das heißt, wenn du umweltrelevante Anlagen hast, ja, oder zum Beispiel mit Abfall zu tun hast, mit umweltrelevanten Prozessen zu tun hast, ja, bist du da schon mal betroffen. Dann gibt es den Bereich Arbeitsschutz, ja, Beauftragte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Ja, das trifft eigentlich jeden von uns. Ja. Aus dem Grund ein relativ relevanter Bereich. Und dann gibt es noch weitere Betriebsbeauftragte, die dem entfallen. Ich gehe mal hier in diese Gesamtübersicht rein. Ne. Abfallbeauftragte, Gefahrgutbeauftragte, Gewässerschutzbeauftragte, Emissionsschutzbeauftragte, Störfallbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Umweltmanagementbeauftragte. Das ist so der Bereich der Umweltbeauftragten. Ja, dann gehen wir da mal ein bisschen konkreter in das Thema rein. Bei den Abfallbeauftragten spielt natürlich das Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Rolle. Ja, auch da sind gewisse Links gegeben. Wer benötigt das Ganze? Betreiber von Anlagen nach Abfallbeauftragungsverordnung. Genau, Besitzer von Abfällen etc. Also du kannst hier wirklich sehr schön da Details rausziehen, ne? Ob letztendlich diese Paragraphen, die da genannt sind, auf dich zutreffen oder nicht. Ja? Die Aufgaben sind auch aufgelistet von diesen Abfallbeauftragten und die Qualifikation. Ne? Also eine runde Sache, wenn du beispielsweise jetzt ein Betrieb bist, wo regelmäßig Abfälle anfallen zu einer gewissen Tonnage, ja, das nichts anderes wird in den Gesetzestexten drinstehen letztendlich. Aber da sind scharfe Grenzen genannt, ja, anhand der du letztendlich auch herausfinden kannst, ob du so einen Beauftragten bei dir im Betrieb brauchst oder nicht. Ja. Und so zieht sich das Ganze durch. Ne? Also sonstige Informationen noch zu diesem ganzen Thema, ne? Also Paragraph 1.1.5, wenn du dir das Dokument anschaust auch. Wirklich toll gemacht, kann ich nur empfehlen, Gefahrgutbeauftragte, ne, wer braucht sie und so weiter. Und das ist der Aufbau dieses Dokumentes an sich. Ja. Welche Qualifikationen sind notwendig? Ne? Also der Grundaufbau pro Beauftragten, so wie ich das jetzt in der Schnelle noch mal kurz bestätigen konnte, ist, wer braucht eigentlich so einen Beauftragten X? Ja? Welche Aufgaben hat dieser Beauftragte und welche Qualifikationen muss dieser haben? Ne? Und sonstige Informationen. Das sind so diese vier Punkte, die letztendlich sich wiederholen. Ne? Genau, und das Ganze so für Gewässerschutzbeauftragte, Wasserhaushaltsgesetz etc. Der Stand von diesem Dokument allerdings, ne, ist von 2017. Ja? Also hier nochmal genau hingucken. Ne? Also das ist wirklich eine tolle Übersicht. Ich hoffe auch, dass das Umweltamt aus Bayern diese Übersicht vielleicht auch regelmäßig erneuert. Ne? Aber da Vorsicht, auch prüfen, ob diese Verlinkungen der einzelnen Gesetzesbereiche immer noch aktuell sind. Ja. Ich kann sagen, mein Ersteindruck und auch, ich habe mir ein paar Proben angeschaut, ist größtenteils noch relevant. Ja. Aber zwischenzeitlich sind halt gewisse Änderungen haben da stattgefunden, ne, beispielsweise
die VAWS bzw. die AWSV, die da ins Feld gerollt ist, oder andere Dinge, die sich einfach geändert haben. Und da muss man einfach genauer hingucken. Es ist trotzdem ein super Leitfaden, genau, wenn es ja, ins Detail geht, wenn es um die Frage geht, brauche ich das eigentlich und warum brauche ich das? Ne? Und so wie ich das sehe, ist da eigentlich eine sehr gute Gesamtübersicht gegeben, ja? Und einfach anschauen und gucken, was man daraus nehmen kann. Also das ist so der Umweltbereich, sind einige Umweltbeauftragte im Feld. Ja. Genau, auch zum Beispiel, was uns interessiert, ist der Paragraph 1.7, Kapitel 1.7. Umweltmanagementbeauftragte zu Zeiten von EMAS war es grundsätzlich freiwillig, es ist immer noch eigentlich. Und trotzdem, dass hier die ISO 14001 verlinkt ist, finde ich auch super, ne? Dass da letztendlich diese Querverbindung reingegeben ist. So, im Arbeitsschutz, ja, auch analog zu dem Ganzen, ne? Betriebsärzte beispielsweise, ja, aber auch ja, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ja, oder Beauftragte für biologische Sicherheit, ja, habe ich jetzt auch gerade neu gelernt, Brandschutzbeauftragte. Genau, Fachkraft für Arbeitssicherheit, alles drin, was man so braucht, was das Herz begehrt. Ja. Ist eine tolle Übersicht. Ja, irgendwann mal drauf gestoßen und lieben gelernt eigentlich diese Übersicht und frei verfügbar für jeden. Ich verlinke dir das Ganze nochmal, sodass du es einfach runterladen kannst. Ne? So, im letzten Kapitel ist die Rede von weiteren Betriebsbeauftragten, ja, Betriebsbeauftragte für Schwerbehinderte beispielsweise, Datenschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Tierschutzbeauftragte. Na, auch da sind die gesetzlichen Grundlagen verlinkt. Ja, eine tolle, runde Übersicht. Ne? Was können wir letztendlich aus dieser Gesamtsituation uns ziehen? Ja? Mit diesem Dokument erhältst du letztendlich einen groben Leitfaden, ja, der so eine Art Radar für dich darstellen soll. Den kann man mit Sicherheit auch fortschreiben, wenn da gewisse Dinge jetzt fehlen oder sowas, ne? Wenn du sagst, okay, oder wenn du in deinem Unternehmen letztendlich gewisse Funktionen und Positionen hast, wo du sagst, die gehören eigentlich mit auf die Liste, ja, das ist für uns auch ein wichtiger Bestandteil, dann kann man natürlich diese Liste mitführen. Aber Fakt ist und bleibt, dass so eine Übersicht letztendlich dich nicht loskettet aus deinen Verantwortungen und Zuständigkeiten. Ne? Also nur weil diese Liste existiert, heißt es noch lange nicht, dass diese Liste diese Arbeit macht, ne? Und diese Feststellungen durchführt. Es soll tatsächlich nur eine Unterstützung sein, für dich so ein Radar sein an Beauftragten, die du in deinem Betrieb benötigst und weshalb du sie benötigst und wie du die Qualifikation letztendlich aufrechterhalten kannst. Genau, toll. Also ich freue mich, wenn ich dir mit dieser Übersicht helfen kann, ja, und konnte. Genau, falls Fragen zu dem Thema sind, dann gerne in den Kommentarbereich. Ansonsten gib mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Viele Grüße aus Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf!